zu viel des Guten. Also das finde ich jetzt erstmal ganz schick. Noodle schlägt wieder zu. Der Suchmaschinengigant kündigte den Aufkauf eines weiteren Startup-Unternehmens an. Diesmal ist es InstaWheel. Ich wollte nur kurz gucken, wo ich hin muss. Ich muss nach links. Noodle kaufte das Carsharing-Startup für 750 Millionen Dollar. Die Zukunft des Startups war bereits von Driver San Francisco bedroht. Aber laut Technik-Insidern wird der InstaWheels Mitfahrdienst durch die Noodle-Such- und Kartenfunktion bald zum Marktführer werden. Das Ganze gilt als Schuss vor dem Bug für Noodle-Konkurrenten wie Invite, die sich ebenfalls sehr für Startup-Unternehmen interessieren. Sieht das nur so aus, oder ist das eine Leiter da dran? Ne, da ist eine Leiter oben drauf. Absicht. Was soll ich machen? Ich dachte, du kannst hier die Leiter irgendwie ausfahren. Okay. Gut. Denn wir haben nichts gesagt. Der komplizierte Weg ist einfach viel cooler. Ihr habt einfach keine Ahnung. Also ich, aber in dem Fall, ne? Ist es leichter, das auf alle anderen zu schieben. Denn. Okay, hier sind wir. Da geht's rein, also machen wir das. Dann? Ah! Ah, ist sogar der richtige Knopf. Naja, es dauert ein bisschen.
Gesichtserkennung fehlgeschlagen. Ich kann übrigens, während ich das Ding bediene, nicht aus der Ansicht raus. Oder es hat einfach nicht funktioniert, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Auch möglich. Home, Konstrukteur von Smart Homes in der Bay Area, wird beschuldigt, die Privatsphäre der Hausbesitzer verletzt zu haben. Geleakte Dokumente belegen, dass Home sein eigenes Überwachungssystem anzapft und Nutzerinformationen verkauft, vorrangig an Krankenversicherungen. Laut Unternehmenssprecherin Elena Chao würde die Privatsphäre der Nutzer mit dem Verkauf der Informationen nicht verletzt, was der Endbenutzervereinbarung des Unternehmens zu entnehmen sei. Wenn ich deine Daten verkaufe, dann schützt das trotzdem deine Privatsphäre? Was? Das habe ich noch nicht ganz gerafft. Das erklär mir bitte einer. So, ein bisschen Schuhe schmutzig machen. Und irgendwo da drüben ist Geld, ja? Einfach mal über den drüber gelaufen. Hart. Ach, hier kann ich rein? Okay, lass es später reden. Nein, das ist wahrscheinlich oben. Also ich muss quasi um den Block. Klappt ja eigentlich bisher ganz gut. Nicht zu vermelden. Ey, diese Roboter sind so toll. Nichts zu vermelden. Alles ist sicher.
mich gerade hier reinschleiche. Ich weiß nicht wieso, ich glaube nicht so richtig dran. Schneller! Ich wusste nicht, dass das da ist. Alter. Den Kerl kaufen wir uns. Ja, macht mal. Obwohl, ich kann doch jetzt einfach Schnellreise machen, oder nicht? Oh, Schnellreise nicht verfügbar. Wahrscheinlich so lange nicht, bis ich nicht geflohen bin. Das ist ja gleich. So, ich dann. Wir müssen jetzt da hoch, okay. Okay. Wobei ich echt sagen muss, es ist nicht so richtig spannend. Und es tut mir auch leid, aber... Was willst du machen? Ich kann das Spiel ja nicht spannender machen. Ach, das war das. Da wäre ich gerade... Ich bin gerade irgendwie drauf gekommen, aber... Wie kommt man auf sowas?